Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Wir spielen jetzt mal ganz neu Grid Autosport, das Rennspiel von Codemasters. Ganz neu jetzt hier, frisch erschienen, vor einigen Tagen. Und ja, ich wollte jetzt eigentlich noch die Einstellungen treffen fürs Lenkrad, weil dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Wir spielen natürlich auf Ultra 8x MSAA. MSAA, ja, genau. Und da muss ich nur noch die Einstellungen treffen. Der Steuerung, denn sonst geht es nicht ohne Lenkrad. Wir benutzen das Porsche 911 Fanatec GT2 Wheel EU. Steht auch alles in der Beschreibung. Ah, ne, Handbremse war hier. Nach hinten schauen wir mal hier. Kamera da. Rückblende da. Pause hier. Nach links da. Nach rechts schauen da. So, okay, das denke ich war's erstmal. Hoffentlich safe das jetzt. Erweitert. Lenkradspiel 20%. Gaspedalspiel 20%. Lenkradspiel 0% würde ich machen. Damit es direkt übersetzt wird, was ich mache. Glaube ich besser. Okay. Karriere. Wir starten mal direkt durch, würde ich sagen. Session 25 Grid Legends Series Alpine Stars. Nächstes Event ist ein Touring Cat B Touring Cars. Also die DTM. So was ähnliches. Grand Prix Strecke 4,6 Kilometer. Okay. Ich hoffe, ich habe die Einstellungen am Lenkrad selbst noch nicht richtig eingestellt. Ich bin mir unsicher. Ich versuche noch gerade schnell was einzustellen. Na komm. Noch schnell einstellen. Am Lenkrad. Die Sensibilität runterhauen. Okay, Force Feedback. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen was eingestellt, ich weiß nicht, ob es stimmt. Okay. Auf Position 12. Beim dich durch Wir fahren und im RS5. zum Ziel kommst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, was ist denn das für ein Arschloch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verzieh dich. Oh, ich habe noch gar kein Gefühl dafür. Oh, so ein Spasti. Verzieh dich, blöder Mercedes. So. Komm. Ah, ich bin noch gar nicht dran gewohnt und das Lenkrad muss ich auch noch mal ein bisschen anders einstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wenn du stopp. einen schwierigen Abschnitt noch einmal fahren willst, drücke die Rückblendetaste und wähle einen Punkt, an den Ich du komme jetzt nicht zurückkehren zur möchtest. Rückblende. Das ist ein 12. Platz, ey, das geht ja gar nicht. Ich muss die Kamera auch mal schauen, was gibt's denn da so für Einstellungen. Boah. Im Cockpit, aber leider ohne Sicht aufs Lenkrad und auf dem Tacho. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Ich habe mir eigentlich so eine Traktionskontrolle oder so da an. Nervt so richtig. Oh nein, 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 nein. Ah, jetzt das. Jetzt sieht man so ein bisschen den verschwommenen Tacho. Aber da muss man sich doch richtig dran gewöhnen. Komm, zieh an. Ah, oh, Gott, Gott, Gott. Nein. Oh, je. Komm, 12. Platz, das geht ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie wir oben rechts stehen, die Rundenzahl, oder ich weiß gar nicht. Okay, Ja, die Runde 1 Rundenzahl. ist abgehakt. Sehen wir zu, dass wir einen Oh, was ist denn mit dem Abschlusspunkt passiert? machen. Auf geht's. So ist es schon angenehmer zu fahren, finde ich. Boah, das ist geil. Das Rennfahren ist geil. Ich muss so die Sensibilität jetzt beim Fahren so noch ein bisschen einstellen. Ja, das geht schon eher. Ein Scheibenwischer an. Innen ist gar kein Scheibenwischer an. Oh Gott! Boah! Oh Gott! Jetzt haben wir den aber weggerammt wie sonst was, ey. Wie schaut's Auto aus? Oh Gott, komplett zerschrottet. Aber das sind wir jetzt 9. ja? Und haben keine Frontscheiben, wie es scheint.
Ah, so ein Spacko. So überholt man aber nicht bei der DTM. Nein. Sehr schlimm. Ich muss mich da noch so richtig dran gewöhnen. Und jetzt habe ich gerade wieder, ne? Weil ich glaube, Innenfahren ist gar nicht mehr so schlecht. Da kann man es viel besser einschätzen, wie man fahren soll. Aber ich muss da echt noch die Füße fliegen. Weil du rutschst hier so krass. Kommt sie an. Oh. Komm jetzt aus der Kurve raus, beschleunigen gleich. Letzte Kurve. Ja, die löst sie alle dieselben Motoren und deswegen sind alle gleich schnell. Ah, okay. Das ist der 10. Platz oder so. Naja, fürs erste Spiel, wo ich jetzt auch noch nicht mal richtig die Einstellung getroffen habe. Du hast nur einen Bruchteil von dem gesehen, was dich erwartet. Und jetzt machst du die ersten Schritte in deiner Motorsportkarriere. Hoffe ich Dein doch. Ziel? Die Teilnahme an allen Grid-Meisterschaften, die schließlich in der Grid-Legend-Serie gipfeln. Bei diesen Events können nur die besten Fahrer bestehen. Und es kann nur einen Sieger geben. Wir wissen ja alle, wer das sein wird. Aber erst musst du für immer anspruchsvollere und bekanntere Teams immer schwierigere Meisterschaften in 5 verschiedenen Disziplinen bestreiten. Tourenwagen, Open Wheel, Langstrecken, Tuner und Straßenrennen. Willkommen bei der ultimativen Motorsport-Herausforderung. Willkommen bei Grid Autosport. Schon mal interessante Einführung. Racing, schlägst du deinen Endrivalen, bekommst du EP. Ja, super. Bevor du dich in deine erste Saison stürzt, musst du deine Fahrerdetails eingeben. Okay, das machen wir doch direkt. Daniel. Nachname. Gaming. So, Alter. Nicht angegeben. Ja, hier bin ich in dem Bereich Deutsch. So, männlich. Ja, stell dir vor. Also jetzt wird der Typi, der mit mir spricht, im Funkteam mit Daniel ansprechen. Du musst EP sammeln, um in den Disziplinen auf dem Weg zur Gridmeisterschaft voranzukommen. Die verfügbaren Einstellungen bestimmen die Zuwachsrate deiner EP. Du kannst diese Einstellungen jederzeit ändern. Also ich denke mir, das ist gar nicht mehr so schlecht so. Ich lasse jetzt einfach mal die Standardeinstellungen erstmal. Ich glaube, die kann ich hier jederzeit ändern, hat sie ja gesagt. Aber wir starten jetzt mal unsere Saison. Entscheidest du dich für eine der 5 Disziplinen. Im Moment sind die Gridmeisterschaften gesperrt. Wenn du aber in den anderen Disziplinen entsprechende Fortschritte machst, qualifizierst du dich für diese prestigeträchtigen Meisterschaften. Okay. So, triff deine erste Entscheidung. Und die treffen wir im nächsten Let's Play, weil dann schauen wir auch mal und fahren direkt in der Saison mal ein Rennen und dann schlage ich mich auf jeden Fall besser. Also das war schon mal der Vorspann so auf das, was zu uns auf euch zukommen wird. Davon wird jetzt eine ganze Serie folgen. Und ich bin gespannt, mir macht das Spiel schon Spaß, das ist Hammer Grafik und so. Also wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, Leute, macht's gut, ciao.